So, diese nette kleine Kaminuhr habe ich auf dem Flohmarkt gekauft. Ich habe sie eigentlich nur gekauft wegen dem Uhrwerk, weil vom Stil her, naja, African Style, huh? So ein Zebra-Look. Ist zwar relativ professionell, naja, professionell will ich nicht sagen, aber gut gemacht. Hier so ein bisschen verwischt halt, ne, von der Farbe. Aber irgendwie hat sie auch doch was vom Stil. Ja, warum ich sie gekauft habe, wie gesagt, vom Uhrwerk her, weil es ein Whittington-Schlagwerk hat. Und diese sind dann ja doch relativ selten, ne? Also, ja. Ein Blick ins Uhrwerk möchte ich euch natürlich auch nicht verwehren. Sie hat ja irgendwie was, muss man zugeben, vom Stil her. Ja, das Uhrwerk ist von Yuba in Verbindung mit Gufa und hat eine Unruhe oben, von dem her relativ leicht zum Justieren. Schauen wir mal, ob sie sich da scharf stellen kann, die Kamera. So. Der Stundenschlag ist relativ leise, aber umso besser, dann stört es mich nicht beim Schlafen. Schauen wir mal, ob er... Genau, hier seht ihr nochmal Gufa und drunter Yuba. In der Verbindung haben sie das Uhrwerk gebaut mit dem Umschaltschlag. Eigentlich ist es ein Umschaltschlagwerk, aber ein Mechanismus ist so irreparabel beschädigt innen, dass ich es nur auf Whittington abspielen kann. Und ja, die anderen Melodien wären noch gewesen, St. Michael und Westminster. Aber Whittington klingt für mich einfach am schönsten, deswegen habe ich den mal so eingestellt, dass es nur noch Whittington spielt. Ja. Uhr dürfte wohl so um... Ja, 1950 rum entstanden sein, vielleicht auch später. Wie gesagt, irgendwas hat sie ja vom Stil her, aber... Naja, vielleicht stelle ich so eine kleine Holzgiraffe und einen Holzlöwen drauf, keine Ahnung. So die kleine afrikanische Ecke. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffentlich sehe ich euch beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Servus, euer Felis.